Jetzt kann ich nicht mehr schlafen, weil du auch wissen möchtest, wie es ausgeht. Hey, wir holen das nach, okay? Spätestens zu Halloween machen wir vielleicht einfach so einen Horrormarathon. Okay, Chat. Ich hoffe, ihr seht, was ich sehe. Ja. Herzlich willkommen in Conrad Stevensons Paranormal PI. Ich glaube, das ist der Titel. Er ist relativ lang. Ich bin Conrad Stevenson und das hier ist mein Paranormal PI. Das ist ein Laden, den ich aufgemacht habe. Schon als kleines Kind hatte ich einen besonderen Zugang zum Übernatürlichen. Damals hat mir das Ganze noch Angst gemacht, aber irgendwann habe ich damit zu leben gelernt. Nicht nur das. Ich habe mich auf die Geister und das Übernatürliche eingelassen und so viele wertvolle Erfahrungen sammeln können. Erfahrungen, die ich anderen Menschen zugutekommen ließ. Schnell sprach sich herum, dass es einen Geisterjäger in der Nachbarschaft gibt und schon war es soweit. Menschen aus der Gegend und irgendwann aus aller Welt riefen mich zu sich, wenn sie das Gefühl hatten, dass es in ihren eigenen vier Wänden spuken würde. Ich fahre zu diesen Locations und untersuche die Räumlichkeiten auf paranormale Gegebenheiten. Wenn ich denn etwas finde, sorge ich dafür, dass ich etwas über den Verstorbenen herausfinde, über den Geist, der diese Örtlichkeit heimsucht. Was hält ihn an unserer Welt? Normalerweise sollten Geister in die Geisterwelt, aber nicht jeder von ihnen schafft es, aus den verschiedensten Gründen. Ein Versprechen, das sie nicht mehr einlösen konnten, Hass und Zorn, der sie an diese Welt bindet, ganz egal, was es auch sein mag. Wir bringen es in Erfahrung und helfen dem Geist, auf die andere Seite zu finden. Und dann lassen wir uns fett bezahlen. Yeah! Und von der fetten Kohle mache ich diesen Shop auf. Also ich habe ihn schon aufgemacht, aber ich brauche noch mehr Geld. Damit die Leute mit meinem Merchandise rumlaufen. Hier fettes Merchandise. Wir haben Tassen, wir haben Kissen, wir haben auch Cappies. Und T-Shirts. Und ich will noch mehr. Ich brauche mehr Merchandise. Und wir brauchen auch mehr für unser Museum. Wir haben ein Horrormuseum. Hier zum Beispiel. Das ist der Spiegel des Grauens. Und das hier ist der Mantel des Todes. Und das hier ist das Buch der verfluchten Flüche. Ja, und all die Sachen habe ich so auf meinen Trips gefunden und stell die hier aus. Die Leute können nicht nur herkommen, um Merchandise zu kaufen, sondern die sollen auch rumlaufen und die ganzen Artefakte finden, in denen mal Geister gehaust haben. Und da brauche ich jetzt noch ein bisschen mehr. Deshalb gehen wir gleich los und finden so ein paar neue Geister, okay? Ja, okay, nice. Wie öffne ich nochmal meine Türen? Naja, okay, nice, sehr gut. Hier sind meine Geisterjäger-Utensilien. Ich habe eine Kamera und eine Fernbedienung und ein EMF-Gerät und ein Thermometer. Ich muss natürlich vor jedem Einsatz immer checken, dass die Geräte 100% Akku haben. Deshalb stecken wir uns hier so ein paar Batterien ein. Ich will, dass das alles, ne? Ich will immer gut ausgerüstet sein, wenn ich auf Geisterjagd gehe. Das ist mein Arbeitsplatz. Carlo, danke by the way für die 11 Monate. Sorry, ich bin die ganze Zeit zum Labern. Vielen, vielen Dank. Hallo. Das ist mein Postfach. Da können wir mal gucken, ob irgendjemand Hilfe braucht. Die Familie Wenz, bei der waren wir vor kurzem, okay? Wir haben doch einen Geist ausgetrieben, aber da gibt es noch zwei weitere Geister. Wir können uns jetzt also entscheiden, ob wir uns den zwei anderen Geistern widmen, die dieses Haus heimsuchen, oder ob wir eine ganz neue Mission annehmen. Mal gucken, was die Person schreibt. Conrad, I moved my family into our new house 6 months ago. Since then, they claim to have experienced strange things that they cannot explain. Seems like they are growing in the belief that our home is haunted. Scheiße nochmal. Der Kerl schreibt mich an und sagt, vor 6 Monaten sind er und seine Familie in ein neues Haus gezogen. Aber seitdem glaubt seine Familie... Also seine Familie hat Dinge erlebt, die sie nicht erklären können. Und sie glauben immer mehr daran, dass das Haus verflucht ist, dass das Heim gesucht wird. I personally have never experienced anything that makes me believe in ghosts, but my wife and kids have a laundry list of things they feel are paranormal. My wife says she has heard sounds of crying in the living room, someone talking to themselves in the laundry area and footsteps throughout the house. Also der Mann, der hat bisher noch nichts Übernatürliches mitbekommen, aber der Rest der Familie. Die Frau zum Beispiel möchte jemanden, hat ein Weinen aus dem Wohnzimmer heraus hören können. Wahrscheinlich ohne, dass gerade jemand wirklich geweint hat im Wohnzimmer.
Und dann hat sie gesagt, dass irgendjemand in der Wäschekammer mit sich selbst geredet hat und dass man Schritte durch das ganze Haus hören kann, selbst wenn sonst niemand da ist. She also claims to have seen a person's shadow creeping along in the hallway. Außerdem hat sie den Schatten einer Person im Flur entlang huschen sehen. My youngest child's bedroom is adjacent to the bathroom. Recently, he's woken up several times in the middle of the night saying that a boy is in his room scaring him. He has also mentioned that he's seen an elderly man lingering in the kitchen. Der Sohn der Familie hat gesagt, dass da ein anderer Junge wäre in seinem Zimmer, der ihn einschüchtert, der ihm Angst macht. Außerdem will der Sohn gesehen haben, wie ein älterer Herr in der Küche rumhängt. Personally, I don't believe this is being caused by spirits. When something falls off the shelf in my garage, or I feel a sudden change in temperature, I chalk things up to more rational explanations. Regardless, I would like to resolve this issue for my family. I would know it would mean a lot to them. Let me know when you are available to check out our home. Der Mann selbst sagt also, naja, ihm selbst sind auch schon Sachen passiert, aber die lassen sich bestimmt erklären. Wenn er in der Garage arbeitet, fallen manchmal Sachen aus dem Regal. Gut, ist wahrscheinlich kein Geist. Das Regal hängt halt einfach schief oder es ist windig oder so. Kann doch mal passieren, dass irgendwas runterfällt von allein. Und was er auch wahrgenommen hat, sind Temperaturabfälle oder plötzliche Schwankungen in der Temperatur. Das sind schon Dinge, die auf Geister zurückzuführen sein können. Nicht müssen, aber sein können. Vielleicht sollten wir dieser Familie helfen, Chat. Lesuro, danke für die 16 Monate. Vielen Dank. Haus Nummer 1 oder das neue Haus, Chat? Haus Nummer 1 oder Haus Nummer 2? Hallo, Rumpel. Das neue? Okay, dann schreiben wir uns noch so ein paar Sachen auf. Jemand weint im Wohnzimmer. Jemand redet mit sich selbst in der Laundry Area. Fußstapfen. Ein gruseliger Schatten im Hallway. Ein kleiner Junge in einem Zimmer. Und irgendwas schmeißt Sachen aus der... in der Garage herum. Okay. Alright. Alles klar, Chat. Ich würde sagen, wir fahren los, ne? Brauche ich noch irgendwas? Nö. Falls ihr denkt, ich mache Spaß und ich bin ein Scharlatan, hört euch das mal an. Oder hört euch das mal an. Oder hört euch das mal an. Das sind Geister. Das sind Tonaufnahmen von Geistern, denen ich bereits begegnet bin. Noch eins? Noch eins? Ich habe noch mehr. Ihr habt vielleicht nicht verstanden, was er gerufen hat. Deshalb mache ich es nochmal langsamer. Okay, jetzt hat man es noch schlechter verstanden als vorher schon. Aber er hat gerufen, help me! Hilf mir! Das war ziemlich gruselig. Gut, dass wir da raus sind. Nochmal? Oh ja. Eine böse Präsenz. Ich glaube, die haben wir ausgetrieben. Aber vielleicht auch nicht, bin mir sicher. Waren drei Geister, einen habe ich erwischt. Ha, los geht's, Chat. Wir wollen... Fuck. Wo ist er denn zu Hause? Ich habe vergessen, was er gesagt hat. Meine, er wohnt in der Polk Street? The Lorentz have a bit of contrast within their family about their home being haunted. It's interesting that Max is not convinced, yet the rest of his family is concerned. Yep. He also didn't provide any information stating he debunked their concerns. Sometimes skeptics just want to dispute everything.
I'm sure I'll be able to find enough evidence to support their claims and put their minds at ease. Okay, Chad. Es geht los. Ich nehme direkt mal die Tonaufnahme mit raus, damit wir die zu Hause anhören können. Die sind immer schön creepy. Da wären wir also. Vor 6 Monaten sind sie eingezogen und seitdem haben sie Probleme mit potenziellen Geistern. Viele Geister zeigen sich lieber, wenn es dunkel ist. Wir machen trotzdem hier und da so ein paar Lichter an, Chat. Was ist das denn? This item is a valuable piece of information that will be added to the archival database. Certificate of marriage. Okay, ein Heiratszertifikat. Am 13. August 1994 wurden Leute verheiratet im The Fellowship of the Congregational Church. Charles Allen und Deborah Tyler. Er war 32 und sie 28. Okay. Könnte mit einem der Verstorbenen, mit einem der Geister zu tun haben. Was haben unsere Notizen gesagt? Im Wohnzimmer weint jemand, in der Wäschekammer redet jemand mit sich selbst, Fußstapfen, die man durchs ganze Haus hören kann, ja. Shadow im Hallway, eine Junge irgendeine Junge da im Schlafzimmer oder im Kinderzimmer. Wir gucken uns erstmal um, wir machen uns mit den Räumlichkeiten vertraut. Habe ich das Ding noch draußen? Jetzt. Oh, wir können auch, was wir auch machen können, ist, den Geistern Fragen stellen. Passt mal auf. Shit, das war der falsche Knopf. Wir probieren es gleich. Ich bin ein bisschen raus. F oder so. Oder G? Oder T? F, G, T, Z. Schritte. Dabei sollte außer uns niemand hier sein. Wow, that's great audio evidence. Habe ich aufgenommen. Ah. Is there anyone here who would like to speak with me? Ist irgendjemand hier, der mit mir sprechen möchte? Is there anyone here who would like to speak with me? I'm here. Wow, that sounded like a response. That is very interesting. Uns wurde geantwortet und es klang irgendwie lustig. I'm here. I'm here. Das ist der kleine Junge, Chad. Is there anything you'd like to tell me? Gibt es irgendetwas, das du mir sagen möchtest, kleiner Junge? Is there anything you'd like to tell me? Is this your home? Ist das hier dein Zuhause? Is this your home? Ich frage noch nach seinem Namen. Vielleicht hat er keine Lust mehr mit mir zu reden. Your name? Can you tell me your name? Schade. Okay. Aber ja, das ist wahrscheinlich das Kinderzimmer und hier taucht der Geist des Jungen dann öfter mal auf. Oder? Nee. Hier. Wartet. Gegenüber vom Badezimmer hieß es, oder? Ich dachte im Kinderzimmer. Ist es wirklich das Schlafzimmer? Vielleicht haben wir hier eine größere Chance, Kontakt aufzunehmen. Ja. Ich probiere es nochmal kurz. Can you tell me your name? Angrenzend? Also doch das Zimmer von eben. Ich weiß nicht mehr, welches. Ich weiß nicht mehr, welches Wort benutzt würde. Ich kannte das nicht.
Hier geht's raus, ne? Vom Keller wurde uns eigentlich nichts gemeldet, aber wer weiß, vielleicht finden wir ja was. Wie viele Locations hat Schwabe schon untersucht? Das hier ist die zweite. Der Lüfter ist ausgegangen, oder? Es ist so still. Ist irgendjemand hier? Is there anyone here who would like to speak with me? Hallo Momo. Hat es einen Grund, dass er da nachts hingeht? Da sind die irgendwie aktiver oder so. Is there anyone here who would like to speak with me? Also, bisher ist es sehr ruhig. Ich habe noch keinen Schatten gesehen, der jetzt irgendwie im Flur aufgetaucht wäre. Im Wohnzimmer. Habe ich niemanden weinen hören. Aber es hat halt ein kleiner Junge mit mir geredet. Was hatten wir noch? In der Garage sollen Sachen vom Regal fallen. Wo ist denn die Garage? Vielleicht sollten wir da mal hin. Der Keller ist nicht gemeint, oder? Hier. Mal gucken, ob wir hier was finden. Hinter der Küche war der Zugang zur Garage, ja genau. Da hatte ich nicht nachgeguckt. Hey, das Ding ist doch ausgegangen, oder? Können wir damit irgendwas machen? Nee. Keine Ahnung, Chat. Also bisher? Es ist hier relativ ruhig. Vielleicht ist es dem Geist zu hell. Wir machen mal aus alles. Bisher haben wir nur Fußstapfen und eine Gesprächsaufzeichnung mit dem Jungen. Der hat aber auch nur ganz kurz "Oh, ich bin hier" gesagt. Wo bist du, du kleiner Scheißer? Oh, warte mal. EMF und so. Na klar. Wir empfangen was. Moment. Hä? Vielleicht wird der kleine Geisterjunge von der Xbox angezogen. Oh. Von den Schulsachen? Okay, weird. Ich habe das Signal verloren. Moment. Irgendjemand hat geflüstert. Ich finde den Ort
Hotspot nicht, Chat. Irgendwas ist. Irgendwas hier löst das EMF-Gerät aus. Das habe ich noch nicht ganz begriffen bei dem Spiel. Das ist einfach so random in der Luft. Also es sind keine Gegenstände, die irgendwie verflucht sind oder von denen diese Geisterenergie ausgeht, sondern das liegt halt einfach random in der Luft. Oh. Nah dran. Fast. Ich bin so nah dran. Ich hasse dieses Ding. Ich habe das Gefühl, ich wurde gescammt. Oh, da war was. Die Temperaturen. Das Thermometer ist etwas zuverlässiger. Nothing paranormal about these temperature readings. Okay, an der Stelle war nichts Paranormales. Wie ändern wir... Ah, jetzt. Im letzten Haus, das wir untersucht war, also... Wait. Chat, wie war die Story von dem letzten Geist, den wir befreit haben? Das war unser erster Geist. Ich glaube, er war Vater und hat seine zwei Kinder durch eine Krankheit verloren. Und er hat sich die Schuld gegeben. Und diese Schuld hat ihn... hat dazu geführt, dass er nicht loslassen konnte. Und als Geist an dieses Haus gefesselt war. Das mussten wir halt durch Dokumente und durch Untersuchungen in Erfahrung bringen. Und als wir ihn damit konfrontiert haben... Sag das nochmal! Er hat gesagt, dass ich abhauen soll. Er ist genervt, dass ich so lange hier rumhänge. Einen Scheiß werde ich machen. Wir bleiben schön hier. Ich empfange etwas, aber das ist sehr, sehr schwach, das Signal. Ich versuche nochmal Kontakt aufzunehmen. Mit dem Ding. Why are you here? Twankman, danke für die 35 Monate. Why are you here? How many people are here other than me? How many people are here other than me? Er hat nur gesagt, dass ich verschwinden soll. Do you know why I'm here? Do you know why I'm here? Irgendjemand, der Sachen aus dem Regal werfen möchte? Vielleicht sollten wir das Garagentor zumachen, damit es gruseliger wird. Damit wir eingesperrt sind mit denen. Ich verschließe jetzt alle Ausgänge! Boah, ich hab gehört, who's my bitch? Who is that? I'm glad I captured it with a recorder. Anu, danke schön für 2 ganze Jahre. Vielen Dank für die 24 Monate. Danke, dass du schon so lange dabei bist. Hoffentlich geht's gut.
Who's my bitch? Bisher bin ich sehr unzufrieden mit unserer Beute. Wir haben erst ein Dokument gefunden und der Knabe... Ich glaube, ich habe zu spät drauf gedrückt, oder? Er hat schon wieder gesagt, dass ich abhauen soll. Wow, that's great audio evidence. Ich weiß, dass du dich gerne in diesem Zimmer tummelst. Der Junge, der hier lebt, hat Angst vor dir. Was ist das? Hört ihr das? Das war nicht ich. Okay, EMF. Man hört jetzt so ein Geister. Die Geister haben das Licht ausgemacht. Ich glaube, wir haben den Punkt erreicht, wo sie angepisst sind. Ich weiß nicht, ob sie mir was antun können. Bisher waren wir safe. Schon wieder das Licht angemacht. Linus, danke schön für den dritten Monat. Vielen Dank fürs Verlängern. Warum spielst du die... Warte mal, vielleicht wieder Kontakt aufnehmen. Is there anyone here who would like to speak with me? Dauert immer ein bisschen, weil er nimmt das auf und dann spielt das nochmal neu ab. Weil man nur auf der Aufnahme den Geist hören kann. Can you tell me your name? Can you tell me your name? Jumpsets habe ich aktiviert das letzte Mal. Also wenn er die Einstellung nicht geändert hat, sollte das alles noch aktiv sein. Wir können kurz gucken. Jumpsets sind on, ja. Wann kommen die? Hallo Nadine. Ey, irgendeiner spielt mit meinem Gottverdammten Licht rum. Hör zu, Geist! Hört ihr das? Kommt das aus dem Keller? Klang wie eine Spieluhr. Wir sollten mal runtergucken. Wow, that's great audio evidence. Diesmal war es aber ein alter Mann, oder? I just wanna die. That's extraordinary audio evidence. Nothing paranormal about these temperature readings. Irgendein alter Mann hat gesagt, dass er sterben möchte. Er wünschte, wir wären nicht hier. That's extraordinary audio evidence. Warum ist er jetzt so talkactive?
Wir hatten gerade irgendeinen Temperaturabfall spontan. Vielleicht ist er gerade durch mich durchgelaufen. Schreit, wenn ihr irgendwas Interessantes seht. Bisher haben wir noch super wenig Beweise. In dem anderen Haus haben wir so viele Dokumente gefunden, die wir zusammenbringen konnten. Hier bisher irgendwie noch gar nichts. Ich mach das Licht wieder aus. Nicht zu sehen. Wir gehen wieder nach oben. Vielleicht redet der Opa nochmal mit uns. Der steht. Also. Er hat ja schon irgendwie Bock auf Quatschen, oder? Wo hat man den alten Mann gehört? Talking in laundry. Crying in living room. Shadow in hallway. Wo ist der Wäscheraum-Chat? Scheiße. Rede mit mir. I'll keep that as audio evidence. Im Keller sind Waschmaschinen. Is there anyone here who would like to speak with me? Is there anyone here who would like to speak with me? Do you like the current family living here? Er sagt bestimmt nein, er hasst sie. Alle verstörend betörend. Do you like the current family living here? Wir haben ihn gefragt, ob er die Familie mag, die jetzt hier gerade in dem Haus wohnt, aber der Geist hat nicht geantwortet. Sturkopf. Wenn wir die Leiste vollkriegen, ihr seht ja vielleicht immer dann, wenn ich einen Beweis sammle, steigt eine Leiste rechts. Wenn wir die Leisten vollkriegen, dann können wir nach Hause und können in Erfahrung bringen, welches Relikt an welches Relikt seine Präsenz gebunden ist. Und dann können wir ihn gegebenenfalls auch schon austreiben. Oder auf die andere Seite verhelfen. Das war sehr schnell vorbei. Okay, das ist ein sehr unusual noise. I'll keep that as evidence. Okay, also. Dingens haben wir voll. Tonaufnahme haben wir voll. Jetzt brauchen wir nur noch. Was ist die untere Leiste, Chat? Ich habe keine Ahnung. Ist das Temperatur und so, oder? Looks like just a cold spot. Nothing paranormal. Starkes Signal an dieser Stelle. Aber ich krieg keine 5 zusammen. Temperatur, EMF und so ein Zeug. Fotos auch. Okay. Das Problem ist, es fällt mir so schwer mit dem EMF. Ooh, that is eerie audio evidence. Irgendwas gebacken zu kriegen, weil ich nicht genau weiß, wie das funktioniert. Jetzt zum Beispiel, gucke ich an die falsche Stelle? Oder ist 4 das Maximum, das man hier kriegen kann?
Vielleicht im Bad? Geh weg, Geisterjunge! Er kam direkt auf mich zu, habt ihr gesehen? Okay, das war schon eklig, dass der so auf mich zukommt. Hä? Ne, im Badezimmer war kein Signal mehr. Diese starke Fee habe ich nur an dieser Stelle. Aber egal, wo ich hingucke, ich erwische diesen Sweet Spot nicht, wo es auf eine 5 rutscht. Leider. Tut mir leid. Keine Ahnung. Wieder eine 4? Vielleicht geht es diesmal in Richtung 5? Hm. Nicht so. Ich stehe mittendrin, oder? Also wenn ihr Tipps habt, wie man das EMF richtig verwendet, oder ob es halt wirklich einfach... Ob es halt... Also, I don't know. Muss ich da auf den Zentimeter genau gucken, oder... Kann es auch sein, dass 4 das Höchste ist, sobald er mal was meldet? Jetzt zum Beispiel? Vielleicht geht's nicht höher als 3. Elektrogeräte triggern EMFs? Wait, ihr wollt mir sagen, dass die ganze Zeit keine Geister sind, sondern irgendwelche Küchengeräte? Oh no! Und ich denke die ganze Zeit, ich habe Kontakt oder so. Ich rede mit dem Kühlschrank? Oh boy. Deshalb sage ich den Familien immer, die sollen vorher im Hotel übernachten. Also die sollen halt im Hotel übernachten, während ich meiner Arbeit nachgehe. Weil wenn die sehen, dass ich mit so einem Elektromagnetfeld irgendwo an den Elektrogeräten rumfummel und mein Gerät halt... Ja, sind... Okay, ja, verstehe. Danke. Aber hier ist doch gerade gar nichts, oder? Hier, in der Luft. Ich hab was. Nothing paranormal about these EMF readings. Naja, das war nicht paranormal. Das... Läuft der kleine Mann wieder? Timmy! Komm und zeig dich! Ich weiß, dass du hier bist. Fotos sind auch okay. Muss kein EMF sein. Ich fahre erst nach Hause, wenn ich genug... Ich fahre erst nach Hause, wenn ich genug Infos über euch habe. Bro. Den Strom ausschalten? Ich glaube, das geht nicht. Oh, wir haben Temperaturen-Chat. Nur 7, 6 Grad? Was? Und jetzt wieder hoch auf 20? Hier stimmt doch irgendwas nicht. Da war was. Nothing paranormal about these temperature readings. Ich glaube, ich war zu langsam, Chat. Habt ihr gesehen? Die Temperatur war... Es war fast Gefrierpunkt. Aber er hat dann die Untersuchung hat er abgebrochen, als es wieder wärmer wurde. Wir machen eine Tour durch die Garage. Sie
Sieht aber alles ganz in Ordnung aus. No kissing? No kissing. Oh, hier ist es wieder eiskalt. These temp readings are unusual. Ja, die sind ungewöhnlich. Das stimmt. Ich hoffe, das haben wir notiert, nicht? Wieder kalt. Jetzt geht's wieder hoch. No kissing. No kissing. Horror-Muffin, danke für die 13 Monate. Bro. Was machst du hier? Stop. These lights are acting funny. I should continue investigating. Sure. Wie? Der Opa hat sich bisher kein einziges Mal gezeigt, korrekt? Wir haben nur ein einziges Foto von dem Jungen gemacht. Dadurch wissen wir ungefähr, wie er aussieht. Aber der Opa ist immer nur am Meckern. Materialisiert hat er sich noch kein einziges Mal. Auf das Licht anzumachen. Ich will mich gruseln. Ihr könnt mir so oft sagen, wie ihr möchtet, dass ich abhauen soll. Ich gehe erst, wenn ich Fotos habe. Okay. Is there anyone here? Wir fragen nochmal, ob irgendjemand hier ist, der mit mir reden möchte. Das kam jetzt direkt aus der Küche heraus. Juvo, danke für die 19 Monate. Is there anyone here who would like to speak with me? Ignoriert mich. Why are you here? Warum bist du hier? Vielleicht gruselt sich der Geist vor dir und macht deshalb das Licht an? Why are you here? Do you know why I'm here? Weißt du, warum ich hier bin, Geist? Do you know why I'm here? Ihr Scheißer, warum redet ihr nicht? Sollen wir erstmal nach Hause fahren und die Tonaufnahmen abhören, ob wir da irgendwas drauf finden oder so? Ich muss ihnen auf den Sack gehen, solange bis sie mich rauswerfen möchten. Tut mir leid, ich bin nicht besonders musikalisch. Bei Musikrätseln liegt mein Rekord sogar irgendwo in Richtung 2 Stunden. Stimmt wirklich. White Day. Hab ewig gebraucht. Ich bin so gottverdammt unmusikalisch. Tut mir echt leid, dass ich euch das antue.
Ich würde sagen, wir ziehen uns zurück. Oh? These temperature fluctuations appear to be normal. Nein, hör auf zu lügen. Hier ist nichts normal. Ey, Chat, wenn ich das Spiel falsch spiele, sag mir Bescheid. Ich hab versucht, Kontakt aufzunehmen. Ich stell den Fragen und die so, verpiss dich. Und ich so, warum? Warum soll ich mich verpissen? Und die, dann reden die nicht mehr mit mir, die Ficker. Ich fahr nach Hause. Fuck that shit. The investigator obtained evidence on the mentioned devices. This result is consistent with haunted locations. Wir haben also bestätigt, dass es hier spukt. Generally, more investigations are required to determine the nature of the haunting and bring closure to the entity. Es bedarf weiterer Untersuchungen. Okay, aber... Oder ging es bei der Mission jetzt erstmal nur darum, der Familie sagen zu können, hey, ihr wart euch ja nicht sicher. Hier bitte, so schaut's aus. Schnell, die E-Mails. Ja. Ja. Habe ich eine neue E-Mail bekommen? Ein Pastor. Oh, wir dürfen in eine Kirche. Hört auf, mit meinen Gefühlen zu spielen. Eine Kirche wäre bestimmt giga cool. Aber was mit dem kleinen Jungen, dem ich jetzt die ganze Zeit in der gedingst bin? Evergreen Lane, was das? Polk Street. Oh, ach so. Ach, wir haben schon vorher recherchiert. Wir haben viel mehr, als wir dachten. Nee, haben wir nicht. Wait, what the fuck? Oh, wir haben noch viel mehr Beweise, Chat. Guck mal. Also, ich will auch noch in die Kirche mit euch, aber erstmal konzentrieren wir uns auf den kleinen Mann. New Ireland Civil Court Divorce Agreement. Oh, die wurden, die haben, da haben die, hat sich jemand scheiden lassen. Aua. Charles Allen und Lynn Allen. Charles und, warte mal, Deborah ist aber, wann haben die sich, wann haben die geheiratet? 13. August 1994. Und die haben sich getrennt, 92. Das heißt, 2 Jahre später hat der Mann neu geheiratet. A full complete financial disclosure has been made by the parties to each other of all their respective assets, both joint and separate. The accuracy and truthfulness of a terms-based agreement. Both parties have given much thought and careful consideration to the settlement of the differences. It is the desire of the intention of the parties and the respect of the property and benefits by finally faithful this agreement. It is expressly agreed money and that each party is always any right in the agreement. So what I mean is that it is acceptable to provide this. Also ist eigentlich nichts so Interessantes, außer dass wir wissen, dass sich der Mann hat scheiden lassen. Er war schon mal verheiratet, hat dann neu geheiratet. So, was ist das hier? Mental Health Center. Wer war da drin? Wo ist der Name des Patienten? Deborah Allen. Deborah ist doch die Neue von Charles.
die der am 13. August 1994 geheiratet hat. Er hat sich also von seiner ersten Ehefrau scheiden lassen, 2 Jahre später erneut geheiratet und... Service Date, 10. August, 95. Ein Jahr. Fast auf den Tag genau ein Jahr später, nachdem er die neue geheiratet hat, musste sie in ein Health Center. Was genau war denn das Problem? Wiederkehrende Gedanken. Sie äußert Drohungen? Consumer denies current thoughts of other directed harm at this time. Oh, suicidal. Oh, ach so. Sie droht sich selbst das Leben zu nehmen. Ach, das ist die Suicide-Sparte? Oh, ach so, ach so. Das hier ist alles für Selbstverletzung. Sie denkt immer wieder dran. Sie droht es zu tun. Und, aber anderen Leuten Schaden zuzufügen, da hegt sie keine Gedanken, korrekt? Ob es bisher schon mal einen Selbstmordversuch gab, ist nicht bekannt. Außerdem hat sie Angst, die Kontrolle zu verlieren. Unstable Living Arrangement. Current Substance Abuse. Drogenabhängig. Und, keine Ahnung, ihr Lebensstandard, irgendwas stimmt da nicht. Sie ist eine Gefahr für sich und auch für andere, steht hier. Und dann noch ein Polizeireport. 23. April 1995. Das hat also vor der Einweisung stattgefunden. Okay, mal gucken, was hier steht. On April the 23rd, at so and so PM, dispatch received a call from a resident on Polk Street stating that they heard loud, angry screaming from the house next door and loud bangs shortly thereafter. Okay, der Nachbar hat mitbekommen, dass da lautes Geschrei aus dem Haus hervordrang und auch irgendwie Gebänge. The caller stated they wanted to remain anonymous. I arrived at the residence at around 6 PM and a woman answered the door. Die Frau hat die Tür geöffnet, ist an die Tür gegangen. She identified herself as Deborah Allen and remained calm and respectful while we discussed. I asked if anyone else was home and she replied that her stepson was in his room. Die Polizist hat gefragt, ob neben ihr noch jemand anderes zu Hause ist und sie hat gesagt, ja, ihr Stiefsohn. Der Polizist wollte mit dem Stiefsohn reden und sie sagte, ja, kann er machen. Der Junge hat gesagt, er heißt David Allen und dass er 10 Jahre alt sei. He appeared to have been crying and had fresh scratches on both sides of his neck. But when I inquired about my observation, he said his allergies were bothering him and he had no idea how he got the scratches. Der Junge schien vor kurzem geweint zu haben, der Stiefsohn, und er hatte frische Kratzer an beiden Seiten seines Halses. Als der Polizist nachgefragt hat, woher die Kratzer kommen, hat der Junge gesagt, dass das seine Allergien wären, also dass er Allergien hat, dass er Probleme mit Allergien hat zurzeit und dass er keine Ahnung hat, wie die Kratzer entstanden sind. Weiter wurde er nicht befragt. I asked Deborah about my observations of David and she replied, "You know how boys are, they're always roughhousing about something." She denied having anything to do with his tears or scratches. Er hat ihr gesagt, was er gesehen hat und sie meinte, ja, wie Jungs halt so sind, die raufen halt viel und sie hat auf jeden Fall nichts zu tun, ihrer eigenen Aussage nach hat sie nichts zu tun gehabt, damit, dass er geweint hat und sie hat auch nichts mit den Kratzern zu tun gehabt. Okay. Aha. Mit den neuen Infos können wir nochmal das Haus besuchen und kriegen dann vielleicht anderes Feedback von den Geistern. What? Casino.
Ich habe keine Ahnung, was der alte Mann plappert. Das hilft mir nicht. I just won't die or don't wanna die. Also entweder hat er Probleme damit, dass er nicht, einfach nicht sterben tut, oder er will nicht sterben. Eins von beidem. Haben wir noch mehr, was wir benutzen können? Nee, ne? Was war Slime nochmal? Hier können wir uns Sachen kaufen. Oh, je teurer die Sachen, desto... Dann haben die mehr Sensitivity, reagieren sensibler auf Geisterpräsenzen und können dadurch öfter mal was in Erfahrung bringen. Vielleicht sollten wir... Wie viel haben wir denn? 158 Credits. But more feasible for large locations, the microphone can capture ambient audio just as well as a plain audio recorder. This device is not suited for electronic voice phenomenon and EVP sessions. Wir sparen für eine Parabox, oder? Fehlt nicht mehr viel. Wait. Okay. That's okay. Also, passt auf. Ich habe eine Idee. Und zwar, der kleine Junge ist der Stiefsohn. Warte, da sind auch drei Geister? Oh, shit. Der kleine Junge ist der Stiefsohn von der Deborah. Sie hat ihn bestimmt umgebracht oder so. Ja. Okay. Drei Geister sind da. Items einpacken? Oh, shit. Oh, Blurry, danke für die 15 Monate. Fuck me. Nochmal rein. Oh, die sind im Auto. Oh mein Gott, ich habe Glück gehabt. Ich wusste nicht, dass sie im Auto sind. Wir sind gerettet. Ich dachte, ich muss nach Hause. Na dann, Chat. Auf gutes Gelingen, oder? Gina, danke für die 19 Monate. Und Blurry, danke für die 15 Monate. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich bin zurück. Und ich glaube, ich kenne jetzt auch deinen Namen, Kleiner. Du heißt... Hab's mir nicht notiert, aber du bist der Stiefsohn. Du bist der Stiefsohn von Deborah, habe ich recht? Ich habe gehört, dass du Allergien hast. Ich auch. Birke, Gräser. Ist echt nicht so geil mit Allergien, oder? Is there anyone here who would like to speak with me? Rede mit mir. Is there anyone here who would like to speak with me? Okay, du musst nicht, wenn du nicht willst. Tut mir leid, dass ich nicht gut vorbereitet bin. Es hat ja davor beim anderen Ausflug auch ein bisschen gedauert, bis sie wütender wurden und damit auch aktiver, korrekt? Das heißt, wir sollten jetzt am Anfang vielleicht erstmal nach Temperaturen und EMF Ausschau halten. Und sobald wir ein paar Minuten vor Ort sind und sie bemerken, dass ich nicht einfach wieder abhaue, sobald sie aktiver werden, holen wir Fotoapparat und das Aufnahmegerät hervor, damit wir halt sehr schnell reagieren können, sobald sie Lebenszeichen von sich geben.
Nichts Interessantes. Als wir uns den PC und das Archiv angeguckt haben, sah es so aus, als ob... Wie viele Beweise waren ausgegraut? Ich glaube, 3 waren geschwärzt, weil wir sie noch nicht gefunden haben. 2 der 3. Könnte also durchaus sein, dass noch irgendwo Dokumente versteckt sind. Drei Geister. Ein Kind. Der alte Mann. Das dritte sah aus wie eine Frau mit strubbeligen Haaren. Vielleicht ist das Deborah selbst. Ich bin gegen gute Vorbereitung allergisch. Hey. Was? Was fällt dir ein, hä? Ich glaube, es beginnt. Fußstapfen hören wir. Okay. Vielleicht ist ja was Cooles. Looks like this is a normal EMF reading. Na klar, ein normales EMF Reading. Was anderes habe ich auch gar nicht erwartet. In dem anderen Haus waren sie aktiver. Da konnten wir sie auch alle naselang fotografieren. Der. Ihr scheiß Geister, zeigt euch endlich! Ich kenne euch doch schon alle! Alter Mann, Deborah und Stiefsohn, bin mir ziemlich sicher. Ceratops, danke für die 8 Monate. Achtung, Bildung. Schwab ist eine flektierte Form von Schwabbeln. Häufig über eine halbfeste Masse, besonders wenn etwas erschüttert wird. Danke, Wikipedia. Jetzt weiß ich wieder einmal mehr, dass ich hier genau richtig bin. Ceratops, danke schön. Hoffe, dir geht's gut. Wow! Er hat doch glatt Klavier gespielt. Wie hat er das nur gemacht? Ich habe eine Idee. Warum sind wir darauf nicht früher gekommen? Oh Mann, ich bin so ein Tollpatsch. Natürlich. Die verbleibenden Hinweise sind bestimmt draußen im Garten. Die liegen im Gras oder so. Komm mit, Chad. Okay, Fehlanzeige. Ist die Kirche cooler? Bestimmt. Boah, Leute, letzte Chance. Echt, soll ich hier eine halbe Stunde rumsitzen und mit mir selbst spielen? Ich meine, könnte ich. Wenn... Die Geister sind deutlich scheuer als in Phasmo. Also, zumindest hier in diesem Haus. In der ersten Map waren sie aggro, super aggressiv. Ständig ist mir irgendwie ein Geist erschienen und hat mich beobachtet. Das hängt aber auch immer ganz doll damit zusammen, was für eine Art von Geist es ist.
Wir haben, kann ich das hier aufrufen? Nee, ne? Zu Hause am PC hast du so ein Wikipedia-Ding. Geisterjäger-Nachlesewerk. Nachschlagewerk. Im ersten Haus hatten wir einen Schattengeist oder so. Die materialisieren sich häufig, die zeigen sich häufig, die machen viel Action. Es gibt aber auch Geister, die zeigen sich nur sehr, sehr selten. Und die sind eben allgemein etwas schüchterner. Kann sein, dass hier in diesem Haus leider die Schüchternen gerade ihr Zuhause gefunden haben. Fuck me. Was? Wo? Oh, ich habe einen Jumpscare verpasst. Hallo? Fuck. Das Foto hätte mich bestimmt weitergebracht. Ein Foto von dem alten Mann und wir können ihn exorzisen. Exorzieren. Mach das nochmal, alter Mann. Trau dich. Wo bist du hin? Hm. Garage? Meinst du? Was ist in der Garage? Was mit dem Clownspiel passiert? Chat wollte ein anderes Game. Ich hätte es bestimmt geschlagen. Hätte ein bisschen gedauert, aber... Ich hatte das Gefühl, den Clown kann man gut outplayen. Vielleicht morgen zu Beginn des Streams. Chat, ich reise gleich ab. Da muss die Familie halt klarkommen mit den Geistern. Ich kann ihnen sagen, es sind 3 Stück. Ich kann sagen, ich kann meine Vermutung äußern, was die Identität der Geister angeht. Und dann müssen die sich halt an die Kirche wenden. Wobei, das geht auch nicht, denn die Kirche wendet sich ja auch an mich. Pastor sowieso hat uns geschrieben. Hm. Der Jumpscare war hier, vielleicht taucht er nochmal auf. Das Haus ist super langweilig. Ja, okay, verpisst euch. Hab ihr keinen Bock auf euch. Wir gehen jetzt. Wartet. Hier war noch was. Temperatur. Und ich schieße gerade wieder hoch. Egal. Ja, aber auf jeden Fall ein geiler Ausflug hier. I'll have to get back in touch with the property owners to reschedule. Ja, wir müssen nach Hause und sollen nochmal einen neuen Termin ausmachen. Ja. Okay. Kirche, ja. Okay. Also dann. As you may already know, our church has developed quite a reputation for paranormal activity. Parish members have long recounted stories of spirits haunting the church and the surrounding grounds. I myself have heard countless rumors of shadows and apparition sightings throughout the grounds, and I've even seen candles and lights flicker on and off without manipulation. From what I've gathered, all accounts point to a sinister cast of spirits haunting our property. There have been rumors of a lost reverend, a pair of red eyes glaring, an elusive woman in white who resides in the crypts. Ooh, eine Krypta. Oh! Ein Kult in den Wäldern und ein Engel.
Pastor sowieso? Sagen Sie nichts weiter. Ich bin auf dem Weg. Los geht's. Die Kirche braucht uns. Blub, blub. Yes. Die Kirche ist dafür bekannt, dass es dann in der Area spukt. Der Pastor geht von bösen Geistern aus. Opportunity to investigate this location at night. There's, I'm very grateful Pastor Rogers reached out, although I'm not sure. Regardless, Pastor Rogers was I'm sure I'll be able to. Okay. Das hat direkt ein ganz anderes Feeling als dieses doofe Familienhaus von eben. So stelle ich mir das vor. Eine drückende Stimmung. Nur ganz wenig Licht, das hier reinscheint. Ja, das ist gut. Irgendwie unheilvoll. Ein Kult draußen in den Wäldern. Wie weit darf ich denn die Wälder erkunden? Ist das hier die Krypta? Okay. Abgeschlossen. Steht aber auch leicht unter Wasser. Loli, danke für die 10 Monate. Verlange ich mir hier, aber lasse gerne mein Prime-Abo dort. Das ist super lieb von dir. Hoffentlich geht's gut. Hallo. Bestimmt normale Temperaturen. These temperature fluctuations appear to be normal. Okay. Achso, hier sind einfach nochmal Zuschauer- oder Zuhörerplätze. Dann ist die Kirche ja recht überschaubar. Da liegt was. Robbing the Church and the Dead by Fred Warwick. After 7 years in prison, John Ulrich has been released from the state penitentiary. Well known as an usher for... What? For the church on Spruce Street. Mr. Ulrich was convicted of body snatching and theft. He... about 500 worth of church donations while... Blah, 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 the church. This amount is what Mr. Ulrich supposedly quoted, all that was taken. Also der hat... In der Kirche wird ja manchmal irgendwie diese Schüssel rumgereicht, wo jeder Geld reinmacht. Der Typ hat das geklaut. $500 aus diesem Spendenkesselchen rausgeklaut. While theft and robbery were commonplace in the lives of the convicts at the state penitentiary, there was also the other side of Mr. Ulrich's criminal activity, body snatching. Was ist body snatching? Hat er Körper geklaut? The Ulrich family was never wealthy and, according to Ulrich himself, led a life of mediocrity. Das ist scheiße. Er hat gesagt, dass seine Familie nie besonders wohlhabend war und dass sie halt eher so ein mittelmäßiges Leben geführt haben. Mittelklasse. An underpaid physiology teacher, Ulrich was envious of other... Was sind Ushers, Chat?
who seemed to have better paying jobs and had much more wealth coming in. One day, Ulrich received an opportunity for his own financial gain. As a physiology teacher, he had several acquaintances in the medical field, and one had come to pay him a visit. The acquaintance explained that the field was evolving and practitioners were beginning to be better trained in anatomy by regularly studying... Oh, sie haben Menschenkadaver studiert und dadurch sind sie besser in Anatomie geworden. Und er hat Ulrich, dem Knacki, der geklaut hat, dem wurde angeboten, dass er Geld kriegt für Menschenkadaver, die er spendet. Oh. The transfer of bodies from ground to medical examination went undetected for years. Ulrich's young son. Oh. Der hat Leute ausgegraben und hat die Leichen dann der Medizin gespendet. Und die einzige Person, die das bemerkt hat, das lief jahrelang so, dass er Leichen verkauft hat an die Medizin. Und die Person, die am Snitchen war, war sein Sohn. Der hat bemerkt, dass sein Papa nachts immer rausgeht mit einer Schaufel Richtung Kirche. Oh, du Arsch. Unfortunately, Ulrich's young son had secretly followed his father to the graveyard. The two mourners snuck up on Mr. Ulrich and fired up on him, only hitting his crouching boy instead. Was? Es wurde auf den Vater geschossen und der Sohn wurde erwischt. The two men were able to wrestle Mr. Ulrich away from his dying son and turn him in. Today is a new day for Mr. Ulrich, albeit not necessarily a good one. Oh, sein Sohn wurde erschossen. Leute, die also ein verstorbenes Familienmitglied am Betrauern waren, haben bemerkt, wie Mr. Ulrich, der Knacki, schon wieder versucht hat, eine Leiche auszuheben und haben dann auf ihn geschossen. Haben den Knacki verfehlt, aber seinen Sohn erwischt. Der Sohn ist gestorben und der Papa, der Leichen ausbuddelt, wurde in den Knast gesteckt. Ja, traurig. What's this? A sermon on the death of that virtuous gentleman, Pastor Jacob Johnson, who died 17. Juli 1811. Bla bla bla. Okay, keine Ahnung. Vielleicht war das jemand, der ausgebuddelt wurde. Bestimmt war das jemand, der ausgebuddelt wurde. Alright. Wir fragen einfach mal, ob jemand hier ist. Is there anyone here who would like to speak? Wofu, danke für die 31 Monate und Prudence, danke für die 12 Monate. Vielen Dank für das ganze Jahr. Hallo. Danke, danke, danke. Is there anyone here who would like to speak with me? Why are you here? Ja, warum bist du hier? Why are you here? Die Glocke läuten? Mal gucken. Hier ist eine Glocke. Warte. Wo siehst du noch? Oh, hier. Oh, kann ich? Oh! Okay, ich hol den Futterbrat raus, für den Fall, dass jemand zeigt danach. Lordi, danke für die 23 Monate. Verstinkt und freut sich. Ein Gefurztagskind. Bro. Warte, gehört das noch zur Kirche hier? No way.
Das ist ein anderes Haus, in das ich gerade versuche einzubrechen, oder? Okay. Mir gefällt die Idee, dass man erstmal die Identität der Geister in Erfahrung bringen muss, dass man herausfinden muss, wie sie zu Lebzeiten gelebt haben, was sie bedrückt hat, was passiert ist und dass man dann Kontakt zu ihnen aufnimmt und ihnen auf die andere Seite hilft. Ich finde es nur schade, dass es halt so... dass es so lange dauert, bis jemand Kontakt mit mir aufnimmt. Junge. Ich gucke noch nach weiteren Dokumenten. Auch unter den Bänken sollte man unbedingt gucken. Nichts, oder? Ist hier wie Ghost Whisperer und du bist Jennifer Love Hewitt? Ja. Was? Soll ich mal... Jetzt zu spät, endlich! Sie fangen an zu reden! Sie sind genervt, dass ich so lange hier bin. Hat sogar noch gezählt. Ja. Mal sehen, was er davon hält, wenn ich seine Glocke läute. RPPS1S. Probieren wir nochmal Kontakt aufzunehmen. Is there anything you'd like to tell me? Is there anything you'd like to tell me? Okay. Can you tell me your name? Ich kann jetzt parsen. Can you tell me your name? Ich wollte deinen Namen eh nicht wissen. Das finde ich auch alleine raus. Lass mich in Ruhe, Blödsack. Das sind bestimmt wieder nur normale Temperaturen. Das sind immer normale Temperaturen. Looks like just a cold spot. Nothing paranormal. Oh, eine Steckdose. Oh, ist aber sehr hell. Wow. Goodwill Church Club. Aha. Aha, okay. Wenn wir noch in die Krypta könnten, wäre das richtig cool. Das werden wir noch testen. Wenn nicht heute, dann morgen oder so. Ich will die weiße Frau in der Krypta sehen. EMF ist... Er redet auch so wie jemand aus dem 19. Jahrhundert. Oder 18. Jahrhundert. Haben nicht aufgepasst. Auf jeden Fall so ein bisschen altbacken. Irgendwas mit Restoration. Captain Kev, danke für die 10 Monate. Hi.
Da war ein Keller, oder? Ja, aber die Tür ist abgeschlossen. Ich habe direkt versucht reinzugehen, weil modrige Kellergewölbe, wenn es dann eh schon spukt, dann noch runter in den Keller, es verspricht eine gute Kombo zu sein, zu werden. Aber wir wurden geblockt. Wir durften nicht rein, die Tür war zu. Ich weiß nicht, ob man irgendwo den Schlüssel für die Krypta finden kann. Vielleicht, wenn wir so ein paar Hinweise finden und dem Pastor sagen, hey, guck mal, wir haben die und die Hinweise, tatsächlich hat es mit Geistern zu tun. Ich muss weitere Untersuchungen anstellen. Vielleicht können wir ihn dann überzeugen, für uns aufzuschließen. I don't know. Auch wieder normal. Oder? Nothing paranormal about these temperature readings. Ja, dachte ich mir. Wir gehen oben nach Temperaturen gucken. Sieht auch super dupe normal aus. Keine großen. Keine großen Schwankungen. Immer 22 bis 23. Unlucky, das ist ja echt doof. Hey Zoe, guten Abend. Draußen ein Friedhof? Da, wo der Ulrich die Leute ausgebuddelt hat. Ich meine, wir können hier gerne noch ein bisschen gucken. Ich glaube aber, das Gestrüpp wird so... Siehst du das? Die Bäume sind so eng beieinander. Ich denke, dass ich hier nicht weiter durchkomme. Ab hier ist Schluss. Keine Ahnung, ob es hier irgendwo eine offene Passage gibt, die zu einem Friedhof führen könnte. Aber... Hier ist kein Durchkommen für mich. Andere Seite? Also da geht's hier wieder zur Straße, right? Wir halten also weiter Ausschau Richtung Wald. Am Haus war ich schon dran. Das ist zu, von allen Seiten. Auf der anderen Straßenseite? What? Andere Straßenseite? Chat, wovon? Ein fucking Friedhof. What? Bisher war ich immer nur in so ganz kleinen Gebieten und eingesperrt. Jetzt habe ich hier so viel Freiraum. Oh. Hier hat ein Pirat gelebt. Was meint ihr, wie viele Leute wurden von dem Ulrich hier ausgebuddelt? Bestimmt viele. Es geht noch weiter in den Wald, da wo der Kult war, oder? Von dem habe ich gelesen. Kamera. Huh.
Und ist das hier geblockt? Nee. Gleich rennt Bigfoot durchs Bild. Shut up! Wieso ist die Map so groß? What the fuck? Da geht's zur Straße. Na, no. Gab's hier nicht zwei Pfade? Hier, ja. Gut versteckt. Das war nur ein Reh. Alles gut. Hallo? Hallo? Ich habe gehört, dass hier früher mal ein Kult zu Hause war. Ich bin Geisterjäger. Und ich dachte, vielleicht haben sie ja irgendetwas. Sackgasse? Sollte ich hier eigentlich irgendwas finden? Fühlt sich so an, als ob das hier das Ende des Labyrinths wäre. Die Blume ist auffällig, oder? Nee. Danny Licious, danke für die 6 Monate. Vielen Dank für das halbe Jahr. Wolltest du mich erschrecken? Buh. Yep. Ist nichts. Da war nichts. Ruf ihn, Schwabbel. Oh, dass ich dem Kult Fragen stelle, während ich da in der Sackgasse bin? Das ist eine gute Idee. Nochmal hin und den Kult anrufen. Let's go. Habt ihr euch den Weg gemerkt? Hier war der Baum mit den Pflanzen. Und hier ist dieser kleine abgeschnittene Bereich mit der Sackgasse. Die Stelle sieht auch so merkwürdig aus. Warum kann man hier so ein bisschen rein? Okay, wir befragen jetzt die Sektenmitglieder hier. Is there anyone here who would like to speak with me? Is there anyone here who would like to speak with me?
Is this your home? Is this your home? Do you like the current family living here? Warte, hier draußen im Wald lebt keine Familie. Was stellen wir denn da für Fragen? Do you like the current family living here? Geht's doch noch weiter? Chat, das habe ich voll übersehen. Ein alter Lagerfeuerplatz und jede Menge Knochen, vielleicht Opfergaben. What the fuck? Hier haben sie gesessen. Und Sachen gemacht. Hier sollten wir sie befragen. Seid ihr bereit? Okay. Is there anyone here who would like to speak with me? Ist irgendjemand hier, der mit mir reden möchte? Is there anyone here who would like to speak with me? How many people are here other than me? How many people are here other than me? Mann, Chad, wozu laufe ich eine halbe Stunde im Wald herum und stelle dann coole Fragen, damit mir niemand antwortet, Dude? Mann. Ey, das hätte so viel Potenzial, wenn ein bisschen mehr Interaktion da wäre. Wer setzt sich da hin, spielt 3 Stunden und so, hey, Geister, könnt ihr mich hören? Huh. Wie viele Leute sind hier außer mir? Das zieht doch keine Stunden lang durch, oder? Da hat man doch irgendwann mal keinen Bock mehr und denkt sich, Mann, ich will jetzt mal, dass übernatürliche Sachen passieren. Is there anything you'd like to tell me? Wir brauchen bessere Ausrüstung vielleicht? Is there anything you'd like to tell me? Das ist die 3. Mission. Also die können doch nicht sagen, ja, das ist die 3. Mission, so ist halt so für Anfänger, die mit dem Game gerade erst gestartet haben. Aber wie wär's, wenn wir die ersten zwei, die zweite und die 3. Map, die Leute spielen können, ja, wie wär's, wenn die Gamerinnen und Gamer auf der 2. und 3. Maps überhaupt nichts erleben? Wie, ich weiß nicht, hältst du das für eine gute Idee? Was ist, wenn unsere Spielerinnen und Spieler, wenn die Käuferinnen und Käufer sich langweilen? Nein, das ist scheißegal. Pass auf der ersten Karte, die ist interessant, okay? Die erste Karte ist interessant. Da haben wir so schattenhafte Gestalten, die tauchen auf, die erschrecken den Spieler und die Spielerin. Und da ist ständig Interaktion, okay? Da lernen sie all die spaßigen Bestandteile unseres Games kennen. Aber dann, ab Karte 2 und Karte 3, nichts mehr davon. Die müssen sich erst bessere Ausrüstung kaufen. Aber unsere bessere Ausrüstung ist ziemlich teuer. Da brauchen die ja, keine Ahnung, eine Woche für oder so? Richtig. Aber was ist, wenn die mit dem Spiel aufhören, bevor sie soweit sind? Das werden sie nicht. Das werden sie nicht. Denn es wird YouTuber und Streamer geben, die werden diese Woche durchgrinden, auch wenn die sich zu Tode langweilen, die werden durchgrinden und dann zeigen sie YouTuber und Twitcher und so, was die spaßigen Teile sind, die man erst nach 30 Stunden Spielzeit freischaltet.
Chat, das Problem ist, YouTuber haben kein Problem. Ja, YouTuber setzen sich dahin, Junge. Die haben halt ein bisschen Coca-Cola da, die haben so ein bisschen Chips. Is there anyone here who would like to speak with me? Die stellen die Frage 20 Mal, gucken dabei selber YouTube-Videos, TikTok. Die können dabei essen und trinken und rülpsen und furzen in Unterhose. Aber wir sind auf Twitch, das ist live. Und die ganze Scheiße, die langweilig ist, können YouTuber einfach rausstreichen. Die lassen einfach mitlaufen, Aufnahme. Und schneiden nachher halt einfach ein Video aus den interessanten Teilen. Ich hab hier das Problem, ich bin live, Digga, ich bin live. Ihr kriegt all die 20 Stunden mit, wo nichts passiert. Und zwischendurch haben wir mal irgendwie einen Jumpscare. Was machen wir mit diesem Game? Ich denke, es hat Potenzial, aber es ist halt auch einfach zwischendurch scheiße langweilig. Kacke. Was machen wir? Furzen okay, aber rülpsen in Unterhosen abwegig. Tut mir leid. Ja, nicht jeder YouTuber rülpst und furzt, wenn er da seine Aufnahme macht. Da ist sogar ein Pfeil. Ah. Ja. Aber Pierce ist kein Pfeil mehr. Oder doch? Dezera hat einen interessanten Hinweis gegeben. Du musst die Notizen auf einen Geist begrenzen. What? Die Hinweise, die ich mitnehme... Im Büro nur Tipps zu einem Geist auswählen. Weh, wenn ich zu allen Tipps mitnehme, dann... Ich dachte, dann zeigt sich jeder Geist. Dann ist die Aktivität geringer. Also... Wenn ich jetzt... Okay, wenn ich... What the fuck, wie groß ist diese Map, Digi? What the fuck? Wo ist mein Auto? Ich will nach Hause fahren und neue Hinweise mitnehmen. Hat irgendjemand mein Auto gesehen? Holy fuck. Okay. Das heißt, auf der Map davor haben wir mehr Hinweise gehabt, richtig? Wenn ich jetzt auf die Map davor gehe, oder sollen wir auf der Church bleiben? Wenn wir zu der Map davor gehen und nur Hinweise mitnehmen zu dem alten Mann, dann müsste der direkt auftauchen, oder? Die Map davor, da hast du mehr, oder Haus 1? Haus 1. Da waren noch Geister übrig, das stimmt. Aber da bin ich nicht mehr so ganz up to date. Haus 1, sagt er. Oh, sorry. Mama mia, here we go again. Mama, how could I resist you? Mama mia. Ich weiß gar nicht mehr, auf der Map, auf der ersten Map
bin ich halt nicht mehr so. Das ist nicht mehr so aktuell. Das habe ich, glaube ich, nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Hier haben wir die Frau. Die Frau? Nein. Doch. Nee. Oder? Doch. Es wird sich getrennt? Bang. Es wird neu geheiratet? Bang. Sie hat die Tendenz Richtung selbstverletzendes Verhalten? Bang. Die Polizei war vor Ort. Bang. Jetzt noch Sachen aus der E-Mail. Crying in the living room. Es könnte aber auch das Kind gewesen sein. Scheiße. Wie kann ich das jetzt unterscheiden, was zu der Frau gehört und was zu dem Kind gehört? Du hattest zum Beispiel nicht die Notiz mit, dass der Opa am Kühlschrank war. Vielleicht hat er sich deswegen nicht gezeigt. Oh. Ellie, danke schön für das ganze Jahr. Vielen Dank für 12 Monate, die du hier schon reinzappst. Danke, danke, danke. Hoffentlich geht's gut. Oder sollen wir uns auf den Sohn konzentrieren, auf das gruselige Kind? Chat, wir konzentrieren uns nur auf das Kind. Er weint im Wohnzimmer. Der Junge in der Küche. Ich weiß nicht, ob er Sachen umwirft. Vielleicht hat der Junge dadurch Schnittwunden, weil er Sachen in der Garage umgeworfen hat. Bestimmt. Alright. Dann nochmal in die Archive. Pass auf. Der Polizeireport, weil er da als verletzt galt. Und ich weiß nicht, ob wir das noch mit seiner Mutter mitnehmen sollten. Ob das so eine Wombo-Kombo ist, was für beide gilt. Ich glaube, das nehmen wir noch mit, Chat. Nein, wir nehmen das hier mit, weil das hier zeigt, dass seine Eltern sich getrennt haben. Very smart. Und das zeigt, dass seine Mutter... Ich nehme das auch mit. Wird schon passen. Okay. Für den alten Mann haben wir es komplett rausgelassen. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir konzentrieren uns jetzt auf diese beiden. Oder nur auf einen von beiden. Keine Ahnung, ich bin mir sicher. The Lorenz have a bit of contrast within the... It's interesting that Max is not convinced. He also didn't provide... I'm sure I'll be... Das ist das Standardzeug, was er vorhin schon gebabbelt hat. Weint hier. Oder? Ja, weinen. Is there anyone here who would like to speak with me? Es hat direkt gelacht, als ich rein bin. Is there anyone here who would like to speak with me?
War das nicht in der Küche? Meinst du? Is there anything you'd like to tell me? Is there anything you'd like to tell me? Hä? Wer hat denn... Hat irgendjemand... Gehört das zum Spiel? Hört ihr diese Stimmen? Ist hier irgendjemand? Hä? Es klopft. Klopft es im Spiel oder in meinem Wohnzimmer? Oh ja, es klopft. Es klopft. Herr Chat, keine Ahnung, ich versuche nur irgendwie Spannung zu... Also... Ich sag euch einfach die Wahrheit. Wahrheit währt am längsten. Ich muss kacken. Vielleicht probieren wir es morgen nochmal.